Willkommen zurück. Heute aus gegebenen Anlass mal kein Tears of the Kingdom, sondern ein Spezialvideo. Und zwar zeige ich heute mal alle Videos, die ich dieses Jahr gespielt habe und was ich davon halte. Alle Links zu den Playlists findet ihr unten in der Beschreibung. Also könnt ihr die auch gerne mal nachschauen. Also starten wir mal das Ganze und ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's. Am Wochenende war ja dieses Jahr immer The Legend of Zelda Zeit, jeweils 20.15 Uhr. Los ging das Ganze am 8.10.2022 mit The Legend of Zelda Breath of the Wild aus dem Jahre 2017. Das war mein zweiter Durchlauf von Breath of the Wild. Meinen ersten habe ich nicht durch ein Let's Play dokumentiert, aber hier auf dem Kanal wollte ich es auch mal vorstellen, deswegen habe ich es ein zweites Mal durchgespielt. Ja, Breath of the Wild, braucht man glaube ich nicht viel dazu sagen. Ein fantastisches Action-RPG in einer Open World, wo es so viel zu entdecken gibt und zu erleben. Wundervolles Spiel, für mich eine 10 von 10, also eine unbedingte Empfehlung, das zu spielen. Wir folgen Link in der Open World von Hyrule und müssen die Verheerung Ganon aufhalten und sie gemeinsam mit Zelda besiegen, beziehungsweise hat Link seine Erinnerung verloren und muss erstmal herausfinden, was hier überhaupt vor sich geht. Das war in Breath of the Wild. Und gleich nach Breath of the Wild haben wir hier Sonnabend und Sonntag immer Tears of the Kingdom gespielt. Die Fortsetzung von Breath of the Wild ist an derselben Welt und selben Karte auch von Breath of the Wild. Allerdings kommt hinzu, dass man hier noch die sogenannten Himmelsinseln bereisen kann und unterirdische Gebiete und Höhlen. Also der Umfang ist nochmal größer und natürlich hat sich auf der ursprünglichen Landschaft auch einiges verändert. Zelda ist verschwunden und eine neue böse Bedrohung ist in Form des Kataklysmus über Hyrule hereingebrochen. Und da bin ich aktuell noch dran, das durchzuspielen. Für mich auch ein fantastisches Spiel, also auch eine 10 von 10. Ja, unter der Woche haben wir Anfang des Jahres ein Spiel gespielt, was wir im letzten Jahr gestartet haben. Das war am 26.12. Shadow of the Comet. Man kann es Point-and-Click-Adventure nennen, aber es ist weniger Point-and-Clicken. Weil die Steuerung ist ein bisschen verkorkst, aber das Spiel selber ist recht interessant. Es ist ein Horror-Adventure aus dem Jahre 1993 nach H.P. Lovecraft und hat ein cooles Setting, coole Musik und auch eine schöne Optik. Wenn man sich erstmal mit der Steuerung vertraut gemacht hat, ist das wirklich auch eine Empfehlung. Wird es zwischen 8 und 9 von 10 würde ich es mal einschätzen. Dann ging es weiter mit Indiana Jones und der Turm von Babel aus dem Jahre 1999. Indiana Jones und der Turm von Babel, ein, nennen wir es, Tomb Raider-Klon, obwohl Tomb Raider ja auf Indiana Jones basiert. Hier folgen wir Indiana Jones zu Ausgrabungsstätten in Babylon und um die ganze Welt. Und Gegner sind diesmal nicht die Nazis, sondern die Sowjetunion, also die Russen. Sehr cooles Spiel mit der Original-Synchronstimme von Harrison Ford. Für mich eine 9 von 10. Da kann man auch nichts falsch machen damit. Ja, Indiana Jones geht ja immer, wenn es ein gutes Spiel ist. Gut. Nach Indiana Jones ging es dann gleich wieder zurück ins Horror-Genre mit Alone in the Dark 3 aus dem Jahre 1994. Die ersten beiden Spiele hatte ich ja hier auf dem Kanal schon gespielt. Und am 13.03. haben wir dann halt den dritten Teil angefangen, durchgespielt. Und schafft auch wieder eine schöne Atmosphäre. Diesmal spielt Alone in the Dark in einer Geisterstadt im Wilden Westen sozusagen. Und Edward Carnby muss da rauskriegen, was mit der Filmcrew, da wurde nämlich ein Film gedreht, und Edward Carnby muss halt rausfinden, was da passiert ist. Beziehungsweise auch seine Bekannte dort retten, die sich auch dort mit befunden hat. Schönes Spiel. Man steuert praktisch hier in der Third-Person-Perspektive Edward Carnby, den Protagonisten, durch eine Pseudo-3D-Welt. Also die Hintergründe sind gezeichnet und Edward und die ganzen Gegner und so sind 3D-Figuren der damaligen Zeit. Alone in the Dark 3, 8 von 10 Punkten, würde ich mal sagen. Dann ging es hier auf dem Kanal weiter, beziehungsweise zwischenzeitlich immer mal auch mit KSP 2, Kerbal Space Program 2, also die Fortsetzung von Kerbal Space Program, ist hier das erste Mal auf dem Kanal am 24.02. gelaufen. Damals noch ein bisschen holpriger Start, weil es in Early Access ging und war dann noch sehr bugbehaftet. Viele Sachen gingen nicht und einige Bugs haben sogar die Rückreise von Planeten verhindert. Das ist mittlerweile gefixt worden und es geht jetzt weiter. Aktuell kommt der erste große Erweiterung, also der erste große Main-Patch raus, der
for Science sich nennt und damit den Forschungsbaum in Kerbal Space Program 2 einführt. Und das wollen wir uns natürlich anschauen. Das wird 2024 ja auf dem Kanal zu sehen sein. Am 23.03.2023 haben wir hier auf dem Kanal begonnen mit Beyond the Edge of Olsgard, im Old School Adventure aus dem Jahre 2022. Also es sieht aus, als wäre es aus dem Golden Age der Point-and-Click-Adventures, aber es ist praktisch ein neu gemachtes Adventure von nur einer Person fabriziert. Und das ist wirklich ein wunderschönes Adventure, da kann man wirklich nichts damit falsch machen. Schöne Rätsel, komplett in Deutsch synchronisiert und es erinnert sehr, wie gesagt, an die alten Sierra-Adventures oder vielleicht auch ein bisschen an die LucasArts-Adventures. Beyond the Edge of Olsgard, wirklich eine Empfehlung, würde ich in seinem Genre als eine 9,5 bis 10 von 10 bewerten. Ja, und nach Beyond the Edge of Olsgard habe ich überlegt, was machen wir denn jetzt? Und da kam die Frage auf, könnte man nicht mal Crusader No Remorse spielen? Das hatte ich auch schon auf der Festplatte vorbereitet, weil ich das eh mal spielen wollte. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann spielen wir das jetzt halt mal. Und wir haben quasi Crusader No Remorse begonnen am 10.04.2023 und das Spiel ist von 1995, ein Action-Third-Person-Shooter. Man begleitet den sogenannten Silencer, ein roter, Boba Fett-artiger Kämpfer, der quasi sich durch verschiedene Ebenen ballert und einer Rebellion hilft, gegen die Bösen zu bestehen. Im Stil erinnert es ein bisschen an alte 80er Jahre Science-Fiction-Action-Filme, zum Beispiel mit Arnold Schwarzenegger. Also ist ein cooles Actionspiel. Einschätzung von mir, eine 8 von 10. Als wir Crusader No Remorse dann fertig hatten, ging es zurück in die Horror-Ecke wieder mal. Auf Wunsch der Community habe ich dann Alone in the Dark 4 aus dem Jahre 2001 gespielt. Ich hatte das vor vielen Jahren, wo es neu war, natürlich gleich damals gekauft und durchgespielt, war damals aber irgendwie nicht so begeistert, weil halt Edward Carnby nicht mehr Edward Carnby war, zumindest nicht der, den man von früher kennt und das alles ein bisschen in die Neuzeit verlegt worden ist. Aber jetzt beim nochmaligen Durchspielen muss ich sagen, das ist wirklich ein würdiges Alone in the Dark. Macht Spaß, ist teilweise ein bisschen beklemmend, aber so soll es ja auch sein bei einem Horror-Action-Adventure. Das startete hier am 1.6.2023. Ja, und hat doch viel Spaß gemacht. Wir haben es mit Edward Carnby durchgespielt. Man kann das Ganze auch mit Aline Sedrak durchspielen, die dann andere Sachen erlebt und wahrscheinlich nicht so viel schießt, sondern mehr rätselt. Das habe ich mir aber noch aufgehoben. Wir haben das erstmal mit Edward Carnby durchgespielt und die Story quasi erlebt. Aus der Perspektive von Aline werden wir es vielleicht irgendwann auch nochmal anschauen. Meine Bewertung tatsächlich eine 9 von 10. Also, um nochmal auf Bewertungen zurückzukommen, ne, wie ich das bewerte. Grafik muss nicht dem heutigen Standard entsprechen. Grafik muss dem damaligen Zeitgeist entsprechen. Die Stimmung muss rüberkommen. Also wenn eine Pixelgrafik oder ist, ist kein Wertungsabzug. Das Spiel muss funktionieren und muss cool sein. Das ist meine Wertung. Ab einer 7 von 10 ist es wirklich ein Blick wert, würde ich sagen, in ein Spiel. Was drunter ist, spiele ich normalerweise auch hier nicht auf dem Kanal. Ab und zu kommt es vor, dass ich ein neues Spiel entdecke. Also kein Uldi, was ich hier auf dem Kanal versuche zu spielen, aber das wird dann nur veröffentlicht, wenn ich es wirklich cool fand. Und nach Alone in the Dark startet hier am 20.06. mein großes Mega-Monster-Let's Play von Xenogears. Ein JRPG aus dem Jahre 1998, was PlayStation 1 exklusiv war und auch nie in Deutsch erschienen ist, beziehungsweise auch nie in Europa erschienen ist. Kam nur in Japan und Amerika raus. Aber ein findiger Mensch hat sich daran gewagt, eine deutsche Übersetzung davon zu fabrizieren. Und die haben wir hier gespielt, inklusive dem Texture-Pack. Also das Ganze ein bisschen schärfere Texturen. Aber sonst ist es das Spiel 1:1. Und ungewöhnlich an Xenogears ist, dass die Charaktere 2D-Sprites sind, also ganz normale gezeichnete Pixelgrafik sind. Und die Umgebung 3D, also man dreht die Kamera und dabei wird um die 2D-Figur herumgeschwenkt und die ist halt von verschiedenen Ansichten aus immer in 45-Grad-Winkel gezeichnet und dadurch entsteht der Eindruck, als wäre die auch 3D, zumindest ein bisschen. Man merkt, dass es eine pixelige 2D-Figur ist, aber es ist irgendwie eine coole Umsetzung und sowas hatte ich in der Form auch noch nicht gesehen. Von der Story will ich jetzt gar nicht zu viel verraten, es spielt auf einem fernen Planeten und wir folgen Fei Feng Wong,
durch sein Abenteuer, welches ihn quer über die ganze Welt und darüber hinaus führt, um es mal so auszudrücken. Es ist sehr abwechslungsreich, es geschieht immer was anderes, mal in der Wüste, mal in der Stadt, mal im Wald und so weiter. Kritikpunkt daran könnte sein, dass um Xenogears durchzuspielen, es gut ist, wenn man ein bisschen grindet. Also seine Spielfigur kontinuierlich hochlevelt, weil dann wird es gut schaffbar, beziehungsweise umso hochleveliger natürlich die Figur ist, umso einfacher wird das Spiel. Und ich habe den immer gut gelevelt, aber mitunter habe ich dann das Grinden weggeschnitten. Die habe ich euch dann erspart, sozusagen, hier im Let's Play. Und das Spiel wurde nie richtig fertiggestellt, also es ist auf 2 CDs rausgekommen und auf der 2. ist dann für mich viel zum Vorlesen gewesen. Also wird die Geschichte praktisch weiter erzählt, sind natürlich auch noch Spielelemente enthalten und so weiter. Aber man merkt auch, dass das Spiel nicht bis zum Ende durchdacht worden ist von der Umsetzung. Ja, zum Beispiel gibt es in Xenogears sogenannte Gears, das sind riesige Roboter, die Protagonisten steuern können. Die sind in 3D umgesetzt, kämpfen sich halt ganz anders als normale Kämpfe mit den Personen, die meistens Faustkämpfe sind. Und es gibt einen Bereich, da kommt man in eine Stadt, da werden Arena-Kämpfe ausgetragen. Arena-Kämpfe mit Gears. Und hier steuert man die Gears plötzlich auf eine andere Art und Weise. Die Steuerung ist komplett anders, geht relativ rasant und ist ein Echtzeitgefecht. Wobei alle anderen Kämpfe rundenbasiert sind und da muss man sich halt wieder an eine neue Steuerung gewöhnen, was nur für diese Arena-Relevanz hat und später nie wieder auftaucht sozusagen. Also das ist ein bisschen komisch gemacht. Das hätten wir genauso gut mit dem rundenbasierten weitermachen können, auch dort in der Arena. Aber was soll's? Ansonsten ein tolles, riesiges JRPG. Das ist, glaube ich, mein längstes Let's Play mit 80 Folgen hier auf dem Kanal. Also das hat uns eine ganze Weile beschäftigt. Was über jeden Zweifel erhaben ist bei Xenogears, ist die Musik. Die ist nämlich von Yasunori Mitsuda, der auch die Musik zu Chrono Trigger gemacht hat. Und die ist wirklich toll. Und ja, es sind einige Ohrwürmer dabei, die man so schnell nicht mehr vergisst. Nevertheless, Xenogears, schönes Spiel. 9 von 10 würde ich sagen, als meine Bewertung. Nach Xenogears habe ich gedacht, jetzt müssen wir mal was spielen, was flott von der Hand geht und nicht so viele Folgen hat, also keine 80 Folgen. Deswegen haben wir als nächstes schon in 7 Folgen geschafft und das war Jurassic Park aus dem Jahre 1993 von Ocean, die PC-Version. Hier spielt man in der Vogelperspektive quasi Dr. Alan Grant, der durch den Jurassic Park geht und die Kinder einsammelt und zum Besucherzentrum geleitet, sozusagen, um es kurz runterzureißen. Und es gibt dabei die Endlevel, oder der, ich weiß nicht, ob es mehrere sind oder nur einer, aber die Endlevel sind jedenfalls in 3D gehalten, also quasi in Doom-Verschnitt, wo man gegen Velociraptoren kämpft, die einen dann immer anspringen oder plötzlich auf die Ecke kommen und einen ans Leder wollen. Und man muss sich da einsam durchs Besucherzentrum und durch unterirdische Gänge kämpfen sozusagen. Also ist quasi noch ein Gameplay-Twist im Spiel selbst enthalten. Ich kenne es aus dem Erscheinungsjahr, also ich habe es damals gespielt, habe es jetzt wieder hervorgeholt und man kann es auch heute noch gut spielen, ist aber jetzt keinesfalls eine 10 von 10, ist ja vielleicht eine 7 von 10. Ne? Also es ist jetzt kein Must-Play, aber man kann sich ruhig mal reinziehen und es ist von seiner Länge überschaubar. Einziger Hindernisgrund, dass man ab und zu stirbt und dadurch das Ding in der Länge gezogen wird, aber es ist mir gelungen, das durchzuspielen. Dann haben wir hier am 20.10. ein Let's Play wieder mal von einem Point-and-Click-Adventure gemacht aus dem Jahre 2006. Und zwar ging es diesmal mit der Geheimakte Tunguska weiter. Geheimakte Tunguska, ein Spiel aus deutschen Landen aus dem Jahre 2006, bei der ich erstmal das Problem hatte, dass meine Spiele-CD nicht mehr als Original-CD anerkannt wurde vom Spiel und deswegen die Version quasi für die Tonne war, die ich mir ursprünglich gekauft habe. Also ich habe die Original-CD-Version natürlich hier zu Hause und da bin ich halt nochmal über Good Old Games an eine spielbare Version gekommen. Ja, wir verfolgen den Weg von Nina, um herauszufinden, wo ihr Vater ist. Der ist nämlich entführt worden und das alles hat einen mysteriösen Hintergrund. Nämlich bezieht sich auf die Tunguska-Katastrophe bzw. auf den dort explodierten Asteroiden oder was es immer war, das bleibt ein Geheimnis, über der Tunguska-Region, praktisch in Sibirien. Schönes Adventure,
und vor allem dadurch in Erinnerung, weil es eingeführt hat, diese Suchfunktion. Also man drückt auf eine Taste, in dem Fall die Leertaste, und dann sieht man alle anklickbaren Objekte, beziehungsweise alle Objekte, mit denen man interaktiv agieren kann, hervorgehoben. Gab es vorher nicht. Vorher musste man halt Pixelhunting machen. Hat Geheimakte Tunguska erfunden und ist seitdem in vielen, vielen Adventures nicht mehr wegzudenken. Meine Werte von Geheimakte Tunguska nach dem erneuten Durchspielen, naja, es ist keine 10 von 10, es ist eine 8 von 10. Nach Geheimakte Tunguska haben wir dann am 8.11. mit Crusader No Regret den zweiten Teil der Crusader-Reihe gespielt, aus dem Jahre 1996. Also ein Jahr später als Crusader No Remorse. Und man sieht auch, dass es eher, naja, heutzutage wird man DLC dazu sagen, sind halt dieselben Sprites. Vielleicht ein paar zusätzliche Sprites hinzugekommen. Und selbes Spielprinzip, alles. Es geht quasi genauso weiter, wie man in Crusader 1 aufgehört hat. Deswegen kommt man ja auch, wenn man die 1 erst gespielt hat, wieder gut rein. War für mich also kein großes Problem. Und ist in der Bewertung auch 1:1 wie Crusader No Remorse. Ursprünglich waren mehr Teile geplant, aber es hat nur bis zum zweiten Teil gereicht. Dann war wahrscheinlich die Luft raus. Auch was interessant an der Crusader-Reihe ist, die ist von Origin entwickelt worden, quasi der Firma unter Chris Roberts. Und die dortigen Mitarbeiter sind jetzt bei Star Citizen auch wieder aktiv. Und zuletzt haben wir dieses Jahr am 18. Dezember begonnen, das Perirodan Adventure durchzuspielen. Ein Adventure-Game aus dem Jahre 2008. Und da sind wir auch aktuell noch dran, deswegen gibt es jetzt hier noch keine Wertung, das mache ich dann im nächsten Jahr. Aber es ist recht hübsch, also von der Optik ist es 1A. Ja, das soll der Rückblick fürs letzte Jahr gewesen sein. Als kleiner Ausblick fürs neue Jahr, wir spielen das Perirodan Adventure zu Ende. Wir spielen auch Tears of the Kingdom weiter und bis irgendwann zu Ende ist. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Lass mich überraschen. Dann habe ich hier wieder ein paar Spiele rumliegen, die ich gerne spielen würde im kommenden Jahr. Allen voran natürlich KSP2 wieder, Kerbal Space Programm. Wieder reinschauen, wie sich es entwickelt hat, was aus dem Early Access geworden ist. Das werden wir uns ansehen. Wir werden auch wieder durchaus mal wieder in Star Citizen reinschauen. Da gibt es nämlich jetzt auch einen deutschen Community Patch, der das Ganze auf Deutsch übersetzt. Und es soll ja im kommenden Jahr, wie natürlich auch im letzten oder vorletzten Jahr, das Pyro-System ins Spiel kommen. Mal sehen, ob es kommendes Jahr klappt, das werden wir uns dann auch ansehen. Was habe ich hier sonst noch für Spiele liegen? Ich habe Heart of Darkness, also das Herz der Dunkelheit, ein Jump'n'Run oder Metroidvania-artiges Spiel aus dem Jahr 1998. Cooles Game, coole Grafik, schauen wir uns an. Dann habe ich hier noch liegen Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Das wäre auch ein Spiel, was ich im kommenden Jahr mal gern anschauen würde. Dann, weil wir schon Heart of Darkness gesagt haben, habe ich dann hier auch noch Heart of China. Das ist ein altes Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 1993 aus der Ego-Perspektive. Auch ein interessantes Ding, was ich mir mal anschauen möchte. Dann habe ich hier The Invincible, ein Science-Fiction-Spiel nach einer Geschichte von Stanislaw Lem. Die können wir uns auch mal anschauen. Ist eine Art Walking-Simulator. Sehen, wie das ist. Und ansonsten habe ich hier auch noch den einen oder anderen Klassiker, den ich auch noch gern zeigen würde. Ich habe hier liegen The Bureau, ein First-Person-Shooter im XCOM-Universum, das ich schon immer mal durchspielen wollte, aber ich habe es immer nur zu zwei Dritteln geschafft. Beziehungsweise dann habe ich irgendwie die Motivation verloren oder dann war schon das nächste Game wieder aktuell und deswegen liegt es bei mir hier noch auf der To-Do-Liste. Baphomets Fluch soll es ein Remake des ersten Teils geben, den werden wir uns anschauen. Und nachdem wir Tears of the Kingdom eines Tages beendet haben, will ich hier mal versuchen, ein Let's Play zu machen von Red Dead Redemption. Mal sehen, wie das Spiel ist und wie mir es gefällt. Das schauen wir uns an. Also seid gespannt, was sonst noch im nächsten Jahr kommt. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Erholt euch gut, seid bei euren Lieben, bleibt gesund und bleibt dem Kanal gewogen. Wenn ihr möchtet, schaut doch immer mal wieder rein oder lasst ein Abo da oder empfehlt mich weiter. Ich sage für heute Tschüss, macht's gut, euer Astronier und macht's gut.